So, und herzlich willkommen. Das fängt ja gut an. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alone Cold Winter. Ich glaube, ich fühle mittlerweile ein bisschen mit Leo mit. Deswegen verspreche ich mich jetzt oft. Ey, Mann, ich glaube, du... Okay, das wollte ich losgeworden sein. Sicher, ihr probier mal und so. Das Zeug macht mich schon schwindelig. Es schmeckt tatsächlich anders als alles, was ich kenne. Schon hat er rote Augen wieder. Das hier ist kein drogenverherrlichendes Spiel. Nein, nein. Was meinst du mit, ich hatte Glück? Okay, ich sitze hier. Eigentlich kenne ich nicht mal seinen Namen. Er sah aus wie ein Geschäftsmann. Wahrscheinlich wollte er ernst wirken. Er fragte mich, ob ich etwas brandneues verkaufen möchte von höchster Qualität. Er sagt doch, ich soll es auf keinen Fall selbst rauchen. Ah, er hat dich auf keinen Fall gekannt. Huch. Eingeschlafen? Oh, jetzt geht's aber rund hier. Das Zeug haut rein. Wow. Mir wird ganz blümerant. Oder so. Krass, das Zeug haut rein. Ja. Hey, Metzger, wie lange ist man davon high? Metzger? Hahaha. Scheiße, den hat's von den Socken gehauen. Ja, super. Kommen wir jetzt in eine High-Alternativwelt oder so? Nee. Aber, what's happening now? Huch. Schneezimmer. Oder so. Was denn? Okay. Das ist ja mal high geil. Ich habe die ganze Zeit schon versucht, ein Spiegelbild mal zu integrieren. Hab's bisher nicht geschafft. Bio hat's jetzt geschafft. Nicht nur das. Aber wir hinterlassen sogar, das sieht man nur ganz undeutlich. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Wasserspuren, als würden wir auf Wasser laufen. Zudem hat unser Gesicht im Spiegelbild, also unser Spiegelbild hat kein Gesicht, so rum. Das wollte ich damit sagen. Okay. Hallo Bäumelis. Das fängt ja gut an. Hallo Laternen. Wen treffen wir als nächstes? Hallo Bäumelis, die zweite. Nochmal Laternen. Hallo Laternen, die zweite. Okay. Ah, ein Stuhl. Das heißt, wir haben keine Endlosschleife. Was hat das nur zu bedeuten? Gesichtslose Menschen. Hallo. Ich gehe einfach mal weiter. Ich kann sogar weitergehen. Wow. Hey, war. Komm zurück. Kann ich wieder zurückgehen? Das Spiel ist gut durchdacht, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Keine Ahnung, ich versuch's einfach mal gerade mal. Ich kann aber auch zurückgehen. Naja, ich will nicht das Spiel jetzt schon zum Absturz bringen, quasi. Aber wie hieß das jetzt wechseln? Das ist gemein. Ich wollte doch mit euch sprechen, auch wenn ihr keine Gesichter habt. Hallo, kleines Mädchen. Ach, du stehst da nur. Ja, dann steh mal weiter. Ich will dich nicht dabei stören. Also guckt uns nach. Oder so. Keine Ahnung. Oh. Das kleine Mädchen hat sie umgebracht. Was zum? Sie hat ein Messer dabei. Hallo. Okay. Die fällt uns doch gleich von hinten an. Ich seh's doch kommen. Ach, ist das schön. Ach, schön. Zombies, ne? Nein. Ah, hier können wir wieder rein. Oder so. Huch. Cooler tätowierter Body. Sind wir das? Also die Artworks von uns sehen wesentlich cooler aus, als wir sind. Was zum... Auf Hawaii gestrandet nach einem Drogentrip, oder was? Was zur Hölle? Das Wasser sieht echt cool aus. Ich kenne diesen Strand. Ich war schon mal hier. Es war unser letzter gemeinsamer Urlaub als Familie. Wieso?
Wieso musste es von allen Orten ausgerechnet dieser sein? Leo, Leo, mein Schatz, das Essen ist fertig. Hat etwa gerade der Strandstuhl mit mir gesprochen? Von hier sieht es wieder so ein bisschen aus, als würden wir so einen Lendenschurz tragen. Hihi. Tja, Strandstühle, yay. Können wir ins Wasser? Nein, leider nicht. Aber das sieht wirklich cool aus. Okay. Ferienhaus. Ja, genau so bewegt sich das Meer. Egal. Huch. Okay. Was ist geschehen? Huch, was haben wir... Was ist passiert? Wo bin ich? Mein Arm, seltsam, er tut nicht mal weh. Komisch. Ich muss wissen, was hier los ist. Okay. Ah, Status High. Ah, dafür steht das Status. Interessant. Okay, also uns muss irgendwas passiert sein, kurz nachdem wir uns bekifft haben. Wahrscheinlich wurden wir irgendwie von einem Auto angefahren oder so. Mich würde ja interessieren, was in diesem Haus damals passiert ist, in diesem Urlaub. Ich glaube, da ist irgendwie... Vielleicht ist das kleine böse Horrormädchen gekommen und hat alle umgebracht. Meine Beine sind schwer wie Blei. Cool. Öffnen. Habt ihr gesehen, dass die Tür sich so richtig... Das machen wir nochmal. Seht mal, die öffnet sich so richtig. Das ist geil. Also man muss sagen, egal wie das Spiel an sich wird, allein durch die Liebe fürs Detail hat Biohazard echt meinen großen Respekt. So, wir speichern auf dem zweiten Slot. Ich nehme immer einfach zwei Stück. Hallo, kann mir bitte jemand helfen? Ich bin bekifft, hallo. Anmeldung. Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Jetzt geht das los hier. Die Tür ist mittlerweile auf 5 oder Viertel nach 12. Keine Ahnung. Oder 20 nach 12 meine ich damit. Tja, ist wohl nichts los hier in der Bude. Ach, wir können einfach überall reingehen, gut. Hallo. Irgendwas war doch da gerade, war da nicht? Was war das? Oder bilde ich mir das mittlerweile schon ein? Keine Ahnung. Ich dachte, da wäre irgendwas lang gehuscht. Aber richtig Horror ist es ja bisher noch nicht. Nur atmosphärisches, wie Echtzeit. Echtzeit. Quatsch, Neuzeit. Drama irgendwie. Aufzugsschlüssel erhalten. Okay. Cool. Was wollen wir mit dem Aufzug? Runterfahren vielleicht? Wenn das hier nicht dann... Ah ja. Ist nicht das Erdgeschoss. Ah, ich bekomme auf einmal Kopfschmerzen. Ich glaube, ich spreche viel zu tief. Verdammt, was geht hier vor? Mein Kopf fühlt sich so an, als würde er platzen. Oh, verdammt. Nicht alternative Welt, nein. Oh. Huch. Hab wahrscheinlich nicht mal so Unrecht damit, hä? What? Was zum? Scheiße, was zum? Tatsächlich alternative Welt? Okay. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Die Tür klemmt, eine seltsame Flüssigkeit kommt aus dem Schlüsselloch. Gitter und... Der Fahrstuhl geht nicht mehr. Okay. Okay. Das ist wie ein schlechter Traum. Und wie in Silent Hill. Oh mein Gott, es ist... Wer ist denn das? Diese Krankenschwester sieht gar nicht normal aus. Ich muss hier sofort irgendwie raus. Info. Du bist gerade deinem ersten Gegner begegnet. Wenn du von ihnen umzingelt wirst, schau in ihre Richtung, um dich zu befreien. Okay. Das sollen Krankenschwestern sein? Ja, tatsächlich. Die sehen wirklich sehr Silent Hill-isch aus. Keine Chance. Okay, während ich prüfe, bewegen die sich weiter. Das ist aber fies. Huch. Okay. Alles klar. Oh, wow. Die Tür ist auch blockiert. Ich gehe mal hier rein. Hier kann ich auch nicht. Verdammt, irgendwas muss doch gehen. Ja, hoffentlich die da. Hoffnungslos. Ah! Verflucht, sie sind alle unbrauchbar. Ich muss hier irgendwie raus. Die Fenster. Okay.
Okay, ab durchs Fenster. Ihr kriegt mich nie, 1, 2, 3. Ich bin zwar schon verletzt, aber... Huch! Okay. Ich kann mich bewegen. Herrlich, ich freue mich. Nehmen wir das. Blacktail! Meine Pistole. Sie muss mir wohl aus der Tasche gefallen sein. Du hast soeben deine erste Waffe erhalten. Um zu schießen, drücke Alt, um nachzuladen, drücke Steuerung. In Gebieten, die möglicherweise unsicher sind, kannst du deine Waffen ausrüsten. Hierzu drückst du einfach die entsprechende Nummer. Die Blacktail-Pistole hat die Nummer 1. Ab sofort kannst du auch das Inventar öffnen über die Escape-Taste. Ganz hervorragend. Kann ich die auch wegstecken, die Pistole? Ah ja, unser Inventar. Sehr, sehr schön. Gut. Aspirin. Meine Geldbörse, 20 Euro. Blacktail-Munition haben wir nicht. Erste-Hilfe-Kasten. Aber wir haben noch welche aufgesammelt. Spiritueller Kristall. Okay. Okay. Da haben wir Pistolenmunition erhalten. Okay. Und wie schießen wir jetzt? Müsste man noch wissen. Aber egal, das kriegen wir noch raus. Kein Puls. Scheiße, das kann ich jetzt echt nicht brauchen. Ich sollte das melden, aber es ist besser, wenn man nicht mit diesem Typen in Verbindung bringt. Wenn man mich nicht mit diesem Typen... Okay, was ist hier passiert? Also... ich meine, die meisten von euch werden wissen, was das jetzt eben da war, aber war das jetzt so eine einmalige Sache oder kommt das jetzt öfter vor, dass wir in irgendwelche Alternativdimensionen abdriften? Das sah wirklich sehr nach Silent Hill aus. Aber gut, will mich nicht beklagen, weil ich mache ja auch solche Spiele. Ein Teleskop, um Sterne zu beobachten, damit könnte man auch Leute beobachten. Ein Stalker. Hat uns irgendjemand eine Droge angedreht, die uns in alternative Dimensionen abgleiten lässt und unsere Freunde umbringt. Metzter? Wie ist das möglich? Bist du okay? Ja, ich bin ein Zombie! Ja. Okay. Und, ja, dann komm mal her. Weil ich schieße gerne auf Leute, die mir Drogen andrehen. Aber wie kann ich denn schießen? Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich mich wehren kann. Okay, das ist schlecht. Game over. Cool. Starten wir jetzt wieder dort, wo wir zuletzt gespeichert haben. Ja, Krankenhaus. Okay. Ah, hervorragend. Kann mir jemand bitte helfen? Blabla. Gut, ich würde sagen, das schneide ich euch jetzt aber raus. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt nochmal dahin spielen und mich irgendwie schlau machen, wie wir uns wehren können. Gut, gespannt. Interessant, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alone Cold Winter. Apropos Winter, es regnet in diesem Traum. Oder was auch immer es ist, gerade. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.